Diese Wellen von Sturm Gareth waren selbst für geübte Windsurfer eine Riesenherausforderung bei ihrem Wettkampf hier vor der Küste Irlands. Auch der Sieger dabei, der Australier Jager Stone, sagte, das sei schon sehr, sehr heftig gewesen. Das ist absolut verrückt. Das ist ohne Zweifel der stärkste Wind, in dem ich jemals windsurfte. Das ist so rau, das ist Heavy Metal. Es war am Dienstag die letzte Runde des Wettkampfes Red Bull Storm Chase hier innerhalb eines massiven nordatlantischen Sturmtiefes. Die Windgeschwindigkeiten erreichten mehr als 130 km/h. Die Wellen waren zeitweise rund 10 Meter hoch.